Ja, hey Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem, ja, gefragten Projekt. Ich wurde viel darauf angesprochen, wann es dann weitergeht. Und tatsächlich geht es jetzt weiter. Ich habe es ja gesagt, es geht weiter. Nur wollte es ja nicht über diese ganze Weihnachts- und Neujahrszeit machen. Und jetzt geht es tatsächlich weiter. Wer ich bin, fragst du mich? Jeder wird mich bald kennen. Ich werde überall in den Nachrichten sein. Also halt dein Maul. Ich muss erstmal die Pumpe einschalten. Halt dein Maul. F. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß halt nicht, wie ich das anders machen soll. F. Zack, den schnell an. Zack. Den schnell an. Da ist er. Oh Gott. Ich will den jetzt so schnell anmachen. Muss ich überhaupt was anmachen? Na, komm rein, du dreckiger Wichser. Ja, ich stehe genau vor dir. Ah, der Maul. Oh, scheiße, Jungs und Mädels und, was weiß ich. Wo ist denn der scheiß Knopf von? Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Darf ich die kurz einmal? Ne, da ist gar kein Maul. Halt der Maul, 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 halt der Maul. Verpiss dich doch. Fuck, wo bin ich denn? Ja. Oh nein. Nein. Oh, fick dich, ich bin kein Doktor, du Wichser. Weg. Geht's hier raus? Ja, hier geht's raus. Oh, das war wortwörtlich in letzter Sekunde. So weit traut er sich aber nicht. Oh, fuck it, Mann. Aber ich glaube, jetzt schaltet er die Dinger auch wieder aus, ne? Ich weiß ja nicht, wenn ich mich jetzt beeile. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier hin muss. Oh Gott, ey. Ich wusste halt, dass er da jetzt wahrscheinlich gleich wiederkommen würde. Ich habe mich halt trotzdem erschrocken. Fuck, nein. Nicht jetzt. Oh Jungs, scheiße, ich sehe nichts. Da ist er. Wichser, verpiss dich. Scheiße. Halt der Maul. Uhuhu. Ist weg. Okay. Oh, komm schon. Ey, verpiss dich halt. Oh, kannst du nicht irgendwo hingehen, wo dich jemand mag? Irgendwie, was weiß ich, ins Altersheim oder so? Oh ja. Ja, und jetzt gehst du wieder zurück, du Schisser, ne? Hier auf der dunklen Seite, ja, macht so nur die krassen Ficker. Ich weiß halt nicht, wie ich das machen soll, weil ich muss ja irgendwie noch einen anmachen, aber ich habe ja bloß zwei, oder muss ich überhaupt noch einen anmachen? Ja, da blinken jetzt zwei, ich muss glaube ich drei, ja, ne? Ich gehe aber mal dahin. Okay, hier ist
Ja, die Pumpen. Oh, Digga, er nervt halt langsam einfach nur noch. Er macht halt keine Angst mehr. Er erschreckt einen nicht mehr. Er nervt halt einfach nur noch. Warte mal. 1, 2. Wie komme ich rein? Ja, das ist halt die einzige Tür, wo ich noch nicht war. Soll ich hier noch was machen? Noch eine Pumpe einschalten oder immer an einem Rad drehen oder sowas. Ich muss ja, irgendwas muss ich ja noch machen. Da muss ich ja scheinbar noch mal hier rein. Ich gehe jetzt einfach noch mal hier rein. Alter, och, Digga, nerv doch einfach mal nicht. Geh doch irgendwie zu deinem Freund spielen oder so. Ja, spielen, Alter. Ich spiele gleich mit deiner Mutti, ey. Er ist halt, nach einer Zeit nervt er halt eigentlich nur noch. Weißt du, ich überlege, ob ich mich kurz verstecke hier im Schrank. Ja, ich verstecke mich kurz im Schrank. Dann verpisst er sich wieder erstmal. Weil er macht halt eigentlich jetzt momentan mir persönlich keine Angst mehr, weil ich weiß halt, wo er da, dass er da ist und dass er immer wieder kommt. Mein Problem ist halt eigentlich nur, dass ich irgendwo noch dieses Scheißding anmachen muss. Ich warte jetzt mal eine Sekunde. Er stapft hier noch um, ich trinke mal schnell einen Schluck. Aber pst. Oha. Ja, verpiss dich, du Wichser. Der hält uns scheinbar für einen Doktor. Er sagte ja eben, wir sollen zu ihm kommen und irgendwas mit Doktor. Ich denke mal, er denkt, wir sind einer von den Leuten, die er vernichten will. Gut, ich würde jetzt auch nicht unbedingt auf die Idee kommen, dass hier so ein Moderator, naja, nee, Moderator nicht, Schriftsteller. Da, den Hebel muss ich hochklappen. War es das jetzt? Ich weiß halt nicht, ob er noch da ist. Läuft wahrscheinlich eh da vorne irgendwo rum. Hey, komm, verpiss dich doch. Lass mich durch, komm. Spiel mit deiner Hand oder so. Fuck, hier liegt falsch. Nein, verpiss dich. Aua. Ach, Mist, ey. Komm ich hier raus? Nein, hier bin ich schon wieder falsch, oder? Ja, hier rüber und dann hier. Ja, hier. Das ist keine Chance gegen mich. Zack. Halt doch der Maul! Halt doch der Maul! Halt doch der Maul! Halt doch der Maul! Geh weg, du Wichser! Ha, hierfür bist du fett? Ja? Verpiss dich wieder, du Wichser! Ich hab den scheiß Generator angemacht, du Lau. Alter, hab ich mich gerade vor diesem scheiß Wasser voll. Nein, nicht. Och komm, ey. Obwohl, doch, Speicher ist hier eigentlich ganz gut, ja? Doch, Speicher finde ich sexy. So. Was war das? Klar, einerseits. Wer ist das? Steht da schon. Ah, das scheint mir ein Bug zu sein. Normalerweise müsste der nämlich eigentlich sitzen. So, einerseits ist natürlich jetzt sehr gut, dass wir den Teil abgeschlossen haben. Andererseits hasse ich's, dass sie diesen Teil abgeschlossen haben. Weil, wie gesagt, es war am Ende nicht mehr wirklich gruselig an dem Stück. Und jetzt, hier waren wir, glaube ich, überall. Jetzt wird's halt wieder. Jetzt kommen wir halt wieder zu dem Teil, wo ich halt nicht weiß, was so geht. Hier, das ist übrigens ein Arschkratzer 2000. Ist jetzt in Japan erhältlich, ne? Ihr setzt euch da einfach drauf, ne? Ich passe da jetzt nicht drauf. Ich mache das einfach mal so. Ihr setzt euch da drauf und dann fummelt euch das Ding da am Arschloch rum. Ja, letztes Mal war hier scheinbar eine Frau. Die hat auch ihren Kopf verloren. Also, ne? Ja, und dann passiert sowas hier. Wer nicht aufpasst. Den Kollegen hat es hier ganz schlimm erwischt. Da war man wohl zu weit drinne. Ja, und dann passiert halt sowas. Es sieht aus wie getrocknetes Blut, ehrlich gesagt. Fußspuren kann ich nicht mehr machen. Wo kommen die denn her? Das ist nicht gruselig. Ich mache einfach die Tür wieder zu. So. Ich erschrecke mich halt trotzdem immer wieder vor dem Arschloch, ne? Ja. Ich habe eigentlich... Alter, ist der hässlich. Was hat der denn bitte für einen Riesenkopf? Ja gut, er sieht auch nicht viel besser aus. Also,
Ja, ich habe ja eigentlich gesagt, ich möchte das Spiel möglichst schnell durchspielen und so weiter und so fort. Wollte das ja eigentlich so in ein paar Tagen durchziehen. Jetzt habe ich mich aber umentschieden. Ich werde mir einfach Zeit fürs Spiel lassen, alles ein bisschen angucken, alles ein bisschen erkunden. Eine Batterie, das ist sehr gut. Ja, denn ich finde, das Spiel ist es wert. Und ja, wie. Moment mal, habe ich die Tür. Ich bin durch die Tür gerade reingegangen. Wie kann die Tür zu? Oder ist hier noch eine Tür? Wie kann die Tür zu? Ich bin durch die Tür gerade reingegangen. Ich habe diese Tür, glaube ich, nicht zugemacht. Hey Leute, hätte ich das doch nicht gesagt, ne? Ich hab die Tür halt nicht zugemacht. Das heißt, irgendwer muss gerade hin. Ich will die Tür halt auch nicht aufmachen. Okay. Ich weiß halt ehrlich gesagt, ja, ich habe mich schon wieder vor dem Wichserländer erschrocken, ne? Ich gehe. Jungs, ich würde sagen, ich setze mir das hier. Es reicht. Ich habe mich gerade vor diesem weißen Ding da erschrocken, weil ich dachte, da steht jemand. Aber da stand gar keiner. Ja, gut. Ja, was muss ich jetzt? Okay. Kann ich einfach hier raus, bitte? Okay. Wo müssen wir hin? Moment, war ich da nicht schon drin? Oder war. Ach, das war auf der Seite, ne? Ne, auf der Seite ist auch zu. Ich war doch in so einem Raum schon drin. Das gucken wir uns später mal an. Oder kam ich da irgendwie über ein Nebenzimmer rein oder so? Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Mir kommt das vor wie eine Ewigkeit. Na? Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin gerade so ein bisschen ratlos und ich will da nicht ins Dunkle gehen, weil Dunkel ist böse. Und böse macht mich traurig. Ich war jetzt ja im Keller. Security Room musste ich doch was machen, oder nicht? War das nicht so? Aber warte mal, da war ich und dann ist der Strom noch ausgegangen. Und deshalb musste ich in den Keller, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Hier müssen wir hin. Nein. Oh, fick dich. Nein. Er hat mir irgendwas gespritzt. Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. Deine dumme Mutter, du Wichser. Nimm die Hunter weg oder ich töte dich. Alter, hast du ekelhafte Zähne. Atme mich nicht an, du stinkst aus dem Maul wie ein Pferd aus dem Arsch. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Dummer Wichser. Wo bin ich? Irgendeine Zelle? Irgendeine Zelle. Ich kann mich hier verstecken. Vergiss nicht deine. Ach, fuck, wie waren das? Nur J? Ja. Dokumente. Ja, Moment, das habe ich ja schon vorgelesen, natürlich. Das war das. Das habe ich auch schon gezeigt. Wie ich das handhaben werde mit den Texten, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Moment mal, Moment, Dokumente, Notizen, N. Gebrochene Männer und tote. Was? Und tote Fernseher? Eine Reihe ge. Was? Gerochener? Alles klar. Gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Aber ich denke mal nicht, dass ich das jetzt vorlesen musste. Kann ich hier vielleicht irgendwas für.
Ja, kann ich. N. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge, für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als zehn Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ja, Leute, und ich würde sagen, das war die nächste Folge von Outlast. Ich verstecke mich hier jetzt unterm Bett, da ist gruselig hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch eine Bewertung da. Und das war's für heute und bis dahin. Tschüss.